Der Immo-Coach. Hallo zusammen. Zu meinem zweiten Interview heute neben mir der Jürgen Engelbert. Ist der Gründer bzw. Initiator des Bundesverband für die Immobilienwirtschaft, kurz BVFI. Dann der Gründer der Deutschen Immobilienmesse, ist mittlerweile eine sehr interessante und sehr große Messe geworden. Absolut. Findet, glaube ich, jetzt zum fünften oder sechsten Mal. Die fünfte Messe, die wir hier veranstalten. Mit sehr, sehr vielen Ausstellern. Ja. Und dann des Weiteren Auners Club Gründer. Und da würde ich auch gerne reinhaken wollen. Sehr gern. Jürgen, was ist der Auners Club? Was bietet das für die Interessenten? Ist es eher für Makler gedacht? Ist es eher für die privaten Immobilieneigentümer gedacht? Oder die, die es werden wollen? Genau. Es geht eigentlich darum, dass es für Immobilieninteressenten ist, für alle Menschen, die sich für Immobilien interessieren, dass dort Beratungsleistungen erbracht werden, dass dort Informationen vermittelt werden über Newsletter, über Veranstaltungen und ähnliche Dinge. Man könnte es auch so ein wenig so beschreiben wie der ADAC oder wie ein ADAC für die Immobilienwirtschaft. Jeder, der ein Auto fährt, ist in irgendeinem Immobilienclub drin. In einem Automobilclub drin und in der Immobilienwirtschaft gibt es sowas bisher nicht. Mhm. Und das war unser Ansatz zu sagen, wir gründen einen Immobilclub und der Owners Club ist der erste deutsche Immobilclub. Okay. Und später wird es da wahrscheinlich vielleicht dann auch mal anstatt der gelbe Engel dann vielleicht grüne Engel geben, die um sich die sich um Rasenmähen, Hausmeisterservices oder ähnliche Dinge dann kümmern werden. Also im Prinzip ist es eine Plattform, wo private Immobilieneigentümer auf Fachleute treffen können, je nach... So ist es. So ist es. So ist es angedacht. Und unsere Immobilienmakler eröffnen im Prinzip Geschäftsstellen vor Ort. Geplant sind etwa 1.000 bis 1.200 Geschäftsstellen, die wir errichten werden, sodass wir also auch regional entsprechend vertreten sind. Ja. Zurzeit haben wir etwa 150, stehen also noch ganz am Anfang in der Entwicklung. Ja. In den nächsten zwei, drei Wochen kommt das Owners Club Magazin heraus, ein Lifestyle-Magazin, wo wir alles rund um das Thema Wohnen und Leben dann abdecken werden. Okay, also im Prinzip ist eine Mitgliedschaft, wo man sich dann informieren kann. Kostet denn diese Mitgliedschaft etwas für die privaten Immobilieneigentümer oder ist das kostenfrei? Also im Moment, muss ich sagen, ist es noch komplett kostenfrei. Okay. Es wird allerdings dann auch in den nächsten Wochen umgestellt werden. Es wird einen kostenpflichtigen Tarif geben. Allerdings haben wir dann die Möglichkeiten, dass sie sich über angeschlossene Geschäftsstellen, die haben dann die Möglichkeit, da eben auch nochmal diese Premium-Mitgliedschaft quasi zu sponsern, sodass sie dann doch noch vergünstigt eben reinkommen können. Okay, super. Und die Aussicht ist dann so 1200 Niederlassungen oder Geschäftsstellen deutschlandweit? Ja, richtig. Weil wir haben gesagt, wir haben also Geschäftsstellen, die immer etwa 50.000 Einwohner in einem Einzugsgebiet haben sollten, als Mindestgröße. Okay. Und von daher werden wir das so entsprechend dann bedienen. Denn was nützt das, wenn Sie einen Owners Club haben und müssen 200 Kilometer fahren, um eine Geschäftsstelle zu erreichen? Okay. Und das wollen wir also wirklich dann so haben, dass man wirklich dort auch auf dem schnellen Weg sich Informationen zur Immobilie holen kann. Okay, also im Prinzip, wenn man zum Beispiel eine Immobilienfinanzierung benötigt, bekommt man den Kontakt zum Immobilienfinanzierer. Wenn man Makler benötigt für Vermietung oder für den Verkauf, dann bekommt man auch den Makler. Oder wenn man etwas sucht, gibt es dann da auch etwas, wenn man selber eine Immobilie sucht? Natürlich. Natürlich, da wir ja im Prinzip, wir haben ja früher diese Netzwerke aufgebaut, wir sprechen immer von Networks in Real Estate und wir haben die größten Netzwerke in der Branche aufgebaut, zu Maklern, zu Verwaltern, Dienstleistern aller Art. Daher kommt ja im Prinzip auch so eine Messe hier, wo wir mittlerweile bei über 3000 Fachbesuchern sind. Und das sind natürlich Dinge, die wir jetzt dann umsetzen können und die dann auch zum Vorteil vom Verbraucher wirklich zur Verfügung stellen. Okay, super. Vielen lieben Dank, Jürgen, für das nette Interview. Alles klar. Und danke. Viel Spaß euch. Danke. So, das war's jetzt mit dem
ersten Tag der Deutschen Immobilienmesse. Ich belasse es dann heute auch dabei. Ich habe alle wichtigen Infos mitgenommen, hatte interessante Interviewpartner. Ich selber habe zwei Partner selbst interviewt. Einmal bin ich auch selbst interviewt worden und habe dann an den Ständen selber viele interessante Unternehmer und Geschäftskonzepte dann eben auch kennenlernen dürfen. Und ja, also die Entwicklung ist schon wirklich sehr rasant. Und wenn man nicht auf diesen Zug aufspringt und immer denkt, das, was man bis jetzt so getan hat, das reicht dann völlig aus, der wird ja doch kurz oder lang leider auch auf der Strecke bleiben. Also entwickelt euch weiter, bildet euch weiter und ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Der Immo-Coach.